Hallo, meine fragtauchenden U-Boot-Fahrer und herzlich willkommen zurück zum weiteren lauschig-flauschigen Röhnchen hier bei Subnautica. So, ich habe mich jetzt mal erkundigt, wie wir dort hineinkommen. Ja, ich weiß, warum, wieso, weshalb. Für mich ist es einfach so, ich möchte deshalb mich da erkundigen, weil ich nicht die ganze Zeit schon wieder drum herum fahren möchte. Ich will mit euch dort hinein, will mit euch dort alles erledigen und deswegen musste ich mich mal einfach belesen, wie ich da reinkomme. So, jetzt wollte ich noch mal gucken, weil es ja da recht viel brennt, würde ich mir auf jeden Fall noch mal Titan besorgen. Also ich würde bei mir noch mal ein paar Sachen besorgen. Dafür fahren wir jetzt zurück. Wir lassen unsere vorstehende Basis hier erstmal stehen und fahren mit unserem Fahrzeug erstmal Richtung Heimatbasis. So, wenn wir in der Heimatbasis waren, dort werden wir auf jeden Fall noch mal, ich glaube mal, wir packen zwei, drei Feuerlöcher einfach mal ein, damit wir es haben. Denn dort brennt auf jeden Fall alles. Ich weiß nicht, ob wir da Material bekommen oder nicht, deswegen packen wir uns das ein. Dann würde ich sagen, wir holen uns noch mal ein bisschen was zum Schnabulins, damit wir unterwegs was zu essen haben. Und da dieses Gebiet uns ja öfters auch schon irgendwo durchschneiden mussten, reparieren mussten, würde ich mir uns sagen, wir packen uns unsere Batterien einfach noch ein, dass wir alles einmal da haben, um uns wirklich dafür zu wappnen, dass wir dort einmal fertig werden. Und ich würde gerne mit euch da rein, um mal zu sehen, wie es jetzt danach auch weitergeht. Weil wir hängen jetzt ja schon eine ganze Weile rum, fahren hierhin, dorthin, dies hin, jenes hin, alles hin. Aber wir kommen irgendwie noch nicht wirklich so weit, dass wir sagen können, wir haben irgendwie ansatzweise ein Story. Also wir haben jetzt eine komische Nachricht erhalten, das haben wir. Das ist weit, aber nur der Dicke hier, oder? Da wird irgendeine komische Nachricht erhalten. Ich glaube, es war, nachdem wir dieses komische andere Vieh dort entdeckt hatten. Und so, genau, von daher. Also, wir gehen jetzt hier erstmal rein. Sag mal, wurde es nicht gerade dunkler? Wurde doch gerade irgendwie dunkler, ne? Ich checke immer noch nicht ganz, wie das hier mit diesem Lichtsystem so alles funktioniert. Das müssen wir nochmal alles heraussuchen. So, als allererstes würde ich mir fünf. So. Fünf von den Glupsis, die machen wir uns noch als Essen fertig. Dann machen wir uns die Dings fertig, ein paar Feuerlöcher und dann, meine Freunde, machen wir uns mit den Batterien dann auf den Weg. So, ich muss jetzt mal selber, ich muss jetzt mal wieder alles durchgehen. So, also die nehme ich mir gleich schon mal mit. Batterien, die behalten wir bei uns. Batterien sind immer toll. Nahrung kocht. Nein, wir wollen nicht gekocht, denn wir wollen Salz. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 mal Salz. 5 mal Salz. Und zwar gepökelt. Gepökelt ein Fisch. Schön mit einem Glubschi-Bubschi drauf. Hätte ich irgendwie niemals essen können. So ein Auge. Ach, so, hey, oh. Darauf gönne ich mir lieber einen schönen Kaffee. Hey, wir sind ja auch immer sowieso, also wir sind ja alle so ein bisschen so die Dopa-Survivalisten. Wenn wir dann, viele haben ja wahrscheinlich hier diese große Event von dem einen YouTuber geguckt, da wo sie in der Wildnis ausgesetzt sind, haben sich wahrscheinlich gedacht, oh, ich würde das so machen, ich würde das so machen und so machen. Und ich denke mir immer nur, ich glaube, keiner von uns hätte da überhaupt ansatzweise eine Ahnung, wie er das machen könnte, weil wenn wir auf dem Sofa sitzen und du kannst alles beobachten, ist es immer einfacher, als wenn du dann wirklich dann mal vor Ort stehst. So, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir drei. Drei Feuerlöcher müssten doch reichen, oder? Also, drei müssten doch reichen, bin ich der Meinung. Zu viel könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Eins. So, kostet ja nur drei, ne? Ich habe jetzt mir wesentlich mehr mitgenommen. Sollte ich noch einen machen oder sollte ich das so lassen? Na komm, wir machen noch ein Feuerlöscher. Dann haben wir vier Feuerlöscher. Wir haben was zu essen dabei und wir haben die Batterien dabei. Und dann würde ich sagen, packe ich dich wieder rein. Wir haben unser Essen. Wir können ja unten nochmal gucken wegen Trinken. Wir können ja hier nochmal gucken, ob wir hier nochmal Trinken nachbekommen haben. Ja, so, siehst du, jetzt haben wir auch noch mal was zu trinken nachbekommen. Wir können uns hier noch mal ein, zwei mal Essen mal nachschnibbeln.
Kannst du mir nochmal nachschnubbeln? So, dann kannst du hier nochmal schön was trinken. Jetzt sind wir voll aufgebollert. Und wenn da irgendwas, was wir nicht brauchen, genau die Salzdinger, die können wir gleich nochmal wegräumen. Ich mag diese Kanone irgendwie. Wenn wir damit die ganz Großen wegschießen könnten, das wäre nice. Oh, das würde ich ja mal lieben, ne? Also wenn wir mit den ganz Großen so... Tja, und was ist es? Es ist dunkel. Na gut, wir müssen jetzt eh noch erstmal retour. Warte mal. Haben wir da hinten nicht noch eine Kamera gehabt? Warte. Wir hatten doch hinten eine Kamera gehabt, ne? Müssten wir nicht auf die Kameras auch zugreifen können? Das ist doch Kamera. Wo ist denn Zyklopina? Zyklopina. Da haben wir die Kamera. Hä? Da vorne hatten wir doch eine Kamera gehabt. Bin ich jetzt doof? Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ist ja eh alles dunkel. Ich müsste ja auf alle zugreifen können von dieser Ebene aus. Nein, ich kann darauf nicht zugreifen. Ah, das ist interessant. Ich kann nur auf Kamera 1 oder Kamera 2 zugreifen. Na, wo ist die Kamera 1? Wie weit ist denn die von uns entfernt? Echt jetzt? Könntest du mich mal damit in Ruhe lassen? Danke. Hallo? Wo ist denn unser Zyklopina? Da oben links ist sie gerade. Könntest du mich jetzt bitte loslassen? Es wäre fantastico. Ich will... Jetzt ist hier unten links. Mann, lässt du mich jetzt los? Kann ich hier nicht auch mit irgendwas... Da will ich hin. Lass mich in Ruhe. Oh, guck mal, die ist viel zu weit weg, ne? Die Zyklopina ist zu weit weg für uns. Wobei, nee, guck mal, wir setzen ja die wir setzen jetzt ja erstmal näher ran. Trotzdem ist sie zu weit weg. Wir müssten da vorne eigentlich noch eine Basis errichten. Wir müssten da vorne noch eine Basis errichten. Am Wrack, damit wir von dort aus gesehen die nächste Position hätten. Das müssten wir machen. Na. Da vorne hätten wir noch die Kamera 4 und 3. Ich glaube, die sind von unserem Weg aus zu weit trotzdem weg, ne? Schade, Marmelade. Schade, dass man noch nicht weiter wegfahren kann. Das finde ich irgendwie komisch. Also das ist irgendwie, dass man nicht das irgendwie nochmal verbessern kann, dass du, sag ich mal, 1000 Meter wegfahren kannst oder sowas. Boah, die Verbindung abbricht oder so. Das wäre interessant, aber guck mal, wir haben ja jetzt schon langsam. Langsam setzt schon, seht ihr das? Der Außen fängt schon an, der statische Rauschen und alles. Also es geht nicht weiter. Komm, pass auf, ich pack dich mal hier rein. Damit du zumindest nicht immer gleich weggeklaut wirst. Bringt mir leider nichts. Ach, schade, Marmelade. Gut, na dann, komm, Mütchen. Nee, Mütti. Mütchen ist ja auf der Sandbank. Den haben wir ja weggesetzt. Den habe ich ja weggesammelt. So, warte mal. Wir müssen in die Richtung. Das heißt, ich fahre hier einmal raus. Da einmal hin. Ich habe übrigens schon, glaube ich, fast richtig gewesen bei dem Wrack. Wir müssen nur an einer anderen Stelle noch uns hinsetzen. Und von dort aus können wir dann ins Wrack hinein. Das sei jetzt auch komisch, aber es war da jetzt kein Gegner. Heißt für mich nicht aber als selbstverständlich, dass da kein Gegner ist. Müssten wir dann mal schauen. Also nachts ist unter Wasser wirklich einfach immer wirklich hart gruselig. Muss ich auch immer erstmal unter Wasser an die ganze Dunkelheit dann immer so gewöhnen. So, guck mal, hier hätten wir auch noch mal ein bisschen was gehabt. Dort noch ein bisschen was. Zyklopina ist nicht mehr weit weg. Ich hoffe, wir haben sie auch gut geparkt, ohne dass das irgendwie jetzt kaputt geht oder sowas. Eigentlich dürfte hier, guck mal, wir kommen ja kaum mehr ran, also dürfte so ein Riesenvieh uns ja auch gar nicht großartig kriegen. Warte mal, jetzt wird es gerade Tag, ne? Aber gut, wir steigen hier nochmal ganz kurz ein. Was wir auch mal machen sollten, wäre, dass die Außenscheinwerfer mal ausmachen.
Also es scheint jetzt gerade, dass die Sonne aufgeht. Wir gehen jetzt dann auch gleich reingehen. Wir haben alles, ne? Ich habe Essen. Ich habe Trinken. Ich habe Medipacks. Ich habe hier so eine schöne Schubkanone. Das müsste doch hoffentlich reichen, ey, bitte. Das sind Energiezellen, die brauchen wir jetzt nicht. Hier ist noch gar nichts weiter drin. Okay. Ja, ich würde sagen, wir versuchen es einfach. Ja, Versuch macht gut, ne? Mehr kann man nicht sagen. Blackelstoßen hier. Geh mal runter. Erstmal Licht am besten aus, mein Kleiner. Das bringt nämlich gar nichts. Schalte aber mal den schon mal an. Und reparieren wir gleich. Irgendwie ist nicht mehr was dagegen gefahren. Dann gucken wir den wieder an. So, wir werden jetzt da entlang fahren. Wir werden jetzt da entlang fahren und dann schauen wir mal. Irgendwo da war der Eingang auch schon gewesen. Guck mal, Kamera 3 ist auch schon hier in der Nähe, ne? Irgendwo hier ist der Eingang gewesen. Ich glaube, weiter oben war der, ne? Oder weiter unten? Hier irgendwo war der Eingang. Warte mal, bin ich hier jetzt richtig? Ich glaube, da drüben ist er. Wow. Hier ist er, glaube ich, genau. Nicht zu weit, nicht zu weit, nicht zu weit, mein Kleiner, nicht zu weit. Denk dran, du hast schon einen auf... Wie, was? Oh, nee. Was seid ihr denn für Dinger? Weg. Weg. Wie? Hier sind eine ganze Menge von diesen Dingern. Nee, lass mal bitte. Den da solltest du wegballern. Was haben wir denn hier drin? Eine Batterie! Toll, jetzt finde ich hier schon Batterien direkt drin. Da ist noch so ein Vieh. Was cool ist, diese Schubkanone. Also in manchen Fällen ist es schon ganz genial mit der Schubkanone. So, ich glaube, wir sind jetzt ja zumindest mal da, wo wir sein sollen. Was haben wir hier noch? Eine Batterie. Hätte ich Batterien doch gar nicht einpacken brauchen, wa? Was sind das eigentlich für Teile? Warning, ship structural integrity is low. Hopp mal alle ab. Fire suppression equipment and laser cutters may be required. Exploration is conducted at your own risk. Viele von diesen Viechern, die hier existent sind, wa? Boah. Was seid ihr denn? Ja. What the hell? Wie viele gibt's denn von den Dingern? Ich muss ja sagen, echt viele von diesen Dingern. Die gehen auch irgendwie in die Textur rein, habe ich das Gefühl. Können die wieder zurückschwimmen? Das wäre ultra mies. Wo ist hier der Eingang? Ist ja schon wieder. Ich sag ja, hä? Ich kann ja nicht mehr anvisieren, weil ich keine Batterie mehr habe. Platsch. So, okay, jetzt geht's wieder. So, tschüssi. Komm ich da rein? Ist hier der Eingang? Lockt. Okay. Ich glaube, das ist nicht der eigene. So, jetzt muss ich mir aber einen Schluck Kaffee genehmigen. Ich glaube, ich muss da hochlaufen. Sah mir nämlich so aus, da oben wohnen auch schon wieder mehr von diesen blöden Glubschis. Diesen Monster-Glubschis. Stell dir mal vor, das ist eine Spinne, die hat nur ein Auge. Dann ist sie noch so groß wie die Spinne selbst. Das ist schon irgendwie, Wo ist noch einer von denen? Wo ist der denn? Ah, ich hab dich!
Ja, ich habe schon ein Gefühl, dass wir da hoch müssen. Schon die, boah. Wie viele habt ihr denn von den Dingern hier? Ich hoffe, ich muss jetzt nicht das ganze Schiff lang nur diese Dinge haben. Ich bin ja jetzt hier kein, kein Kammerjäger. Kammerjäger wäre jetzt übel. Boah, ey, das ist doch nicht normal. Das Schöne ist, dass der reagiert auch so ein bisschen. Wenn er einen von den Dingern sieht. Scans show the digestive tracts of nearby life forms contain human tissues. Menschliches Gewebe enthalten, ja danke. Ich habe schon gemerkt, dass sie ein wenig an uns herummampfen wollen. Warte mal, da muss ich rein, wie es scheint, oder? Na, der Eingang? Wo soll denn jetzt wieder Eingang sein? Bist du wie grün? Ich weiß, ich müsste dich kennen, aber es mir jetzt gerade völlig lag. Wo komme ich denn jetzt rein? Komme ich da hoch und rein? Ne, sieht nicht so aus. Muss ich jetzt mal selber sehen. Also ich habe jetzt noch gar keinen Plan, wo man hier was machen muss. Ne? Also bin ich auch ganz ehrlich. Ich habe nur geguckt, wo man drauf fahren soll. Und den Rest hatte ich mir ja gesagt, will ich mit euch ja zusammen erkunden. Warte mal. Warte mal. Guck mal den auf die 3. Die 3 habe ich doch gesagt. Ja, okay, hier ist nichts zum Reingehen, ne? Aua! War doch gar nicht überhaupt ansatzweise in der Nähe. Was ist das? Was ist hier lang? Ah! Eine Batterie. Batterien sind immer gut. Können wir uns, ich sehe dich. Ich mag das Gerät. Das hätte ich gerne noch mal in echt. Ich glaube, ich trinke noch den letzten Schluck Kaviar aus und dann gehen wir da endgültig rein. Dann bin ich auch sowieso mal gespannt, was uns da drin erwartet. Warnung, ausschließlich Notenergie. Oh. Ja, schön. Jetzt kriegst du ja auch Feuerlöcher mit hingeliefert, oder was? Und ich bastel mir hier alles. Also kommen wir hier rein, ja? Und noch eine Batterie. Na, wenn's weiter nicht ist. Guck mal, da ist noch was. Ah, ich hab doch gerade. Und noch eine Batterie. Na gut. Batterien sind ja ganz schnieke, aber ich brauche jetzt nicht nur Batterien. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Das Frachtraum, das Verwalter. Was ein Datenpad. Aurora Ingenieurdrohne Aufzeichnung. Der Drohne, gib mir eine Schubkanone, Sturzkanone übergeben. Hey, Bagley, wenn Sie die Schaltkreise in die Sturzkanone einbauen, werden Sie ein Loch im Frachtraum hinterlassen. Dann am Drohne, ich sag Schubkanone, nicht Stoßkanone! Sensoren rekapitulieren! Sensoren sind nicht das Problem, ich habe das Programm angepasst. Es ist wie Sie, jetzt wie Sie. Es mag nicht, wenn man Ihnen sagt, was es tun soll. Ohne, ich weiß! Dein Name ist Albert. Albert, ich weiß, es ist nicht dein Fehler, aber es würde mir selber helfen, meine Arbeit zu machen, wenn du mir das bringst, wonach ich gefragt habe. Danke für deine Zeit. Schubkanone übergeben. Danke, jetzt geh. Starte Ruhezustand. Chef, Ihr Hobby macht meine Arbeit nicht gerade leichter oder sicherer. Nein, das ist das Einzige ist, dass mich nicht derart langweilt, dass ich einen Rettungsspaziergang in Unterwäsche mache.
Schubkanone? Eine Schubkanone. Aber das haben wir schon. Maybe so, but it's all that's kommen wir da hinten lang? Ne, war da hinten kommen wir nicht lang, oder? Oh, wir können ja hier nochmal aufmachen. Noch eine Batterie? Wie viele Batterien hat der denn hier? Wo sind wir denn hier? Kommen wir hier irgendwie lang? Ne, ob richtig lang kommt, tun wir hier auch nicht, oder? Muss man da irgendwie ducken? Kann man sich ducken hier? Ne, ducken kann man sich auch nicht. Kommen wir da überhaupt lang? Müssen wir da überhaupt rein? Oder müssen wir in die Verwaltung? Mal hier kann man noch ein bisschen lang laufen. Ist hier noch irgendwas? Moment, gleich wieder da. So, dann geht's mal weiter. Also ich glaube nicht, dass ich von hier aus irgendwo weiterkomme. Dann gehe ich mal erstmal in die Verwaltung. Dann gehe ich in die Verwaltung. Wachtraum scheinbar nicht reinzukommen. In den Frachtraum scheinbar nicht reinzukommen. So, machen wir hier erstmal schön sauber. Hey. Aua! Hallo! Ich hab das doch sauber. Das, manchmal ist das komisch. So, haben wir hier irgendwas, was interessant ist? Da ist ein PDA. Download eigene Notizen. Hier sind wir. Use Geburtstag. 40 Wochen, bevor wir nach Hause zurückkehren. 400 gefüllte Wochen, bevor wir nach Hause zurückkehren. Nicht genug. Nicht genug Geld, das mit Altera zahlt, das mir Altera zahlt. 1454 Frachtraumzugang. 1454 Frachtraumzugang. Datenkonsole. Altera startet die Aurora. Phasentor für die Ariadne Arm angekündigt. Altera startet die Aurora, die entfernteste Region des bewohnten Weltraums werden erweitert. Denn die Altera-Gesellschaft hat ein neu konstruiertes Großraumschiff mit einem Phasentor an Bord, welches für den Ariadne-Arm bestimmt ist. Die Aurora wird direkt aus dem Raumdorf zum Rand des Altera-Gebiets reisen und dann bei hunderte von aufeinanderfolgenden Phasentorsprüngen durch 9 verschiedene Transstaaten machen, um 3 Monate später auf der anderen Seite des Adrian-Arms anzukommen. Von dort aus wird die Besatzung das Schiff über das letzte Phasentor hinauslenken, um etwa 18 Monate später im nächsten Planetensystem anzukommen. Dort wird das Team von Elite-Ingenieuren ein 6-monatiges Bauprojekt am neuen Phasentor beginnen. Eine Investition multibillionen Krediteinheitenbereich durch das Fehlen einer vorhandenen Infrastruktur in der Region ist das Schiff mit fortschrittlichen Wärme- und Kernenergieanlagen ausgestattet. Die Altera-Gesellschaft betreibt derzeit 9% aller Phasentore in der Galaxis. Wenn die Mission der Aurora erfolgreich wird, Altera einige mongolische Konzerne ausmanövriert haben, die eine Reihe von Außenposten und Minen in der Region betreiben. Okay. Gut, also wir müssen doch jetzt dahin, ne? Oh, guck mal, das war eine Batterie. Warte mal. Hier, was ist, weiß ich nicht. Ich mach mal hier kurz weg. Nö, hier ist scheinbar nix. So, dann gehen wir. Also wir müssen doch irgendwie da hinten hin, ne? In der Verwaltung war jetzt nichts weiter. Wir waren jetzt in der Verwaltung und hier war jetzt nichts weiter gewesen. Warum komme ich denn da? Irgendwie, also hier ist ziemlich viele, wirkt nach vielen Alpha-Wänden, die sie hier haben. Alter, die bei vier ruckelt und zuckelt. Also wir werden doch wahrscheinlich 2 Folgen hier auf der Aurora dann sitzen, weil ich mir das ein bisschen alles angucke. Essen, Trinken haben wir nämlich dabei und die sollten wir dann auch nutzen. Oh, kann ich mit dem Ding eigentlich noch was anfangen oder ist es jetzt weg? Oder kommst du auf die 3, ne? Ich komme da aber nicht ran. Warte mal, aber was ich machen könnte wäre... Es wird natürlich draußen dunkel, ne? Wie ich manche Dinger löschen kann und manche gar nicht. Okay, ich muss ja da irgendwie reinkommen. Ja, schön. Ich muss da irgendwie reinkommen und dann springt er in dem Moment nicht. Manchmal ist das... Ah. Ja, geht doch. Geh doch! Minion, warum nicht gleich so? Hätte ich gar nicht löschen brauchen, ich dürle. Egal, okay. Da ist jetzt noch was. Moment mal kurz. So, und weiter geht's. Ja, wir müssen gerade klären, weil unsere Waschmaschine ist leider defekt. Und, aber warte mal, da war das ja. Ich habe mir das jetzt nicht gemerkt, bin ich ganz ehrlich. Und ich habe mir 1454. 14. So, hä?
so die Hand muss. Ich bin mit dem Finger da drauf immer so, weißt du, wie ich meine? Also, ich habe nur den Finger drauf, den Fingeranzeige drauf gemacht. Und deswegen dachte ich, dass das die Anzeichen dafür war. So, was haben wir hier drin? Oh, ich habe glaube was zu trinken, ne? Warte mal, weißt du was? Könnten wir auch gleich mitnehmen, weil wir könnten mal kurz schnappen und schnabbeln. Und dann kannst du mir trinken und trinken und trinken. Sehr gut. Da können wir nämlich so ein schön das nehmen. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch alles so Schönes finden. Oder auch gar nicht finden. Ne? Also wir müssen ja mal nur schauen, ob wir hier noch irgendwas haben. Okay, hier scheint nichts weiter zu sein. Was haben wir hier? Oh, Nährstoffblock. Die sind gut. Die sind auch immer sehr ergiebig. Gibt noch mal ein bisschen Nahrung für uns finden. Jetzt haben wir uns ein bisschen Nahrung vorgekocht. Aber das war ja klar, dass wir uns das ein bisschen vorarbeiten mussten. So, jetzt gehen wir mit da lang. Warte mal, hier ist irgendwas zum Scannen. Zyklop-Maschinenfragment. Dann hätte ich mir die Suche auch sparen können. Na wunderbar. Warte mal, aber die Titan-Dinger, ich weiß nicht, ob wir die jetzt da mitnehmen. Titan wäre mit der so voll extra geballert. Hier ist ein PDA. Randstab Profil Altera-Gesellschaft. Ah, okay. Hier ist jetzt alles so. Ich muss sagen, die Story bis jetzt ist für mich eher. Ja, ihr wisst schon. Nährstoff. Nein, jetzt habe ich bloß die Nährstoffdinger sind voll. Okay, so 1, 2, 3, 4. Gesundheit. Gesundheit. So. 1, 2, 3. So, ich habe wieder natürlich sehr gut eingeworfen. Das hat mir jetzt viel gebracht. So, nee. Wir müssen, glaube ich, hier als nächstes runter, um weiterzukommen. Ich würde aber gerne hier noch ein bisschen gucken, was wir hier noch alles finden, bevor wir weitergehen. Ich glaube, wir werden auch hier, wir werden hier gleich weiter, hier erstmal gleich Pause machen und in die nächste Folge rübergehen, denn ich möchte mit euch das ordentlich alles absuchen und ich kann mir derzeit nicht viel Zusatzzeit wirklich derzeit leisten. Das ist ja, da habe ich die Zeit derzeit nicht. Deswegen mache ich das ja auch alles ein bisschen voraufnehmen, etc. pp. Ich glaube nicht, dass da irgendwas drin ist. Nee, nee. Okay, dann haben wir jetzt soweit hier alles abgesucht und dann werden wir in der nächsten Folge gehen wir da runter, schauen uns das alles an und dann gucken wir weiter, dass wir die Aurora fertig machen und dann gucken wir, was uns dann als nächstes erwartet. Oh, hier musst du ein bisschen aufpassen, dann müssen wir hier so runtergehen. Super, dann war es das erstmal für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommt mir was Feines und ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dort dann, ja, werden wir hier weiter erkunden und schauen, dass wir noch ein paar Sachen finden. Vielleicht finden wir ja irgendwie diesen Krebsanzug, den suchen wir immer noch. Den habe ich ja noch nicht gekriegt. Wir haben jetzt zwar schon diesen, mehrere Arme von den Krebs, aber noch nicht den Anzug an sich. Ja, ich wünsche dir noch einen angenehmen Tag, ab und morgen, dass ihr die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.